shit. Hallo, Dr. Traktor at home. Dies, weil meine GoPros leider unterwegs nicht ganz so wollten. Ich habe noch nicht rausgefunden, weshalb. Jedenfalls waren keine vernünftigen Tonaufnahmen möglich auf dem Motorrad. Ja, deshalb werde ich jetzt den zweiten Teil meines Italienurlaubs von hier aus kommentieren. Im letzten Film, da hatte ich es kurz angedeutet, der Plan für Herbst 2020 wären eigentlich 4 Wochen in Südafrika, Namibia gewesen, ist leider Corona zum Opfer gefallen. Ich habe mich dann kurzfristig entschieden, auf Sardinien den TET, Trans-Euro Trail, zu fahren und dann soweit möglich noch den ACT Italy, also den Adventure Country Track, Italien von Süden nach Nord, so quasi auf der Heimreise mitzunehmen. Nachdem ich mit der Fähre von Porto Torres nach Civitavecchia übergesetzt hatte, ging es erstmal quer durchs Latium Richtung L'Aquila. Diese Fahrt war nicht wirklich berauschend. Kurz vor L'Aquila dann ging es erstmal weg von der Straße, ein bisschen Offroad. Das war dann schon mal nicht ganz ohne. Wie sich dann später herausstellte, war das noch nicht der ACT, sondern einfach mal wieder eine Fehlleitung meiner TomTom. Nördlich von L'Aquila fand ich nach einer kleinen Ehrfahrt dann doch endlich den ACT. Eine wunderbare Strecke da durch die Berge in einem Licht, das war atemberaubend, eine super Strecke. Damit es jetzt richtig, richtig lustig. Mal schauen. Runter kommen sie immer.
weiter dann von Cavallari Richtung Leonessa. Diese Ecke hätte ich mir wohl sparen können. Für den nächsten Morgen wäre eigentlich geplant gewesen, weiter Richtung Toskana zu fahren. Die Wettervorhersage sah dann genau gegensätzlich zum Vorabend aus, was mich dazu bewegte, dem schlechten Wetter davon zu fahren, quasi nochmal ACT Day 5 zu machen Richtung Südosten oder Teile davon. Und es wurde eine traumhafte Fahrt entlang des Gran Sasso, der höchsten Berge im Apennin. Unglaublich schöne Berglandschaften, die ich so von Italien nicht erwartet hätte. Nach einem Tag im Regen in Chieti ging es dann wieder zurück in die Berge. Hoch über Teramo gab es wunderbare Aussichten über die Adria. So bezaubernd es war, durch dieses Blättermeer zu rauschen, so heimtückisch war es doch. Unter den Blättern konnte man weder die tiefen Stellen noch die Steine sehen. Sachen gibt's. Das dachte ich wie schon oft. Ich hätte mein Kindteil vom Helm hinten drauf liegen lassen und es wäre mir auf den nächsten 200 Meter irgendwo runtergefallen. Habe jetzt 200 Meter links und rechts der Straße abgesucht und nochmal 100 Meter nach vorne. Ja, nichts ist. Und wo gucke ich hin? Es ist noch hier drauf. Runtergerutscht, aber nicht runtergefallen. Okay. Weiter geht's, diesmal mit Kindteil. Ich bin total verliebt, das ist so schön hier.
folgenden Bilder haben mich tief bewegt. 4 Jahre nach den Erdbeben von Amatrice leben die wenigen Zurückgebliebenen in den umliegenden Dörfern immer noch in Baubaracken. Statt wie hier über die Straße sorgte mein TomTom immer wieder für die herausforderndsten Offroad-Momente. So wie hier diese vermeintliche Abkürzung, die dann über eine Geröllhalde führte und mich für die 500 Meter eine Stunde gekostet hatte. Ah, oh, Scheiße! Kann ich da nicht anstellen, zum Schauen. Holy shit! Yeah. Da habe ich mich in eine extrem scheiß Situation begeben. Es wird nur noch steiler. Noch mehr Gröll. Okay, steiler als das hier ist eigentlich nicht, aber. Oh, the fuck. Holy shit. Das war jetzt nicht so gut. Jetzt muss ich hier versuchen zu drehen. Und dann nochmal da oben gucken, ob ich da hochkomme. So, ich habe mich jetzt ein bisschen erleichtert, ja, mich selbst auch. Da wäre es runtergegangen, ist aber lose, wird immer noch steiler. Da möchte ich jetzt rechts weg und kehren, dann komme ich da 50 Meter weiter oben. Ah, da dieses Stück hoch geht nicht, denke ich. Ich habe jetzt, wie gesagt, mich erleichtert, das heißt, das Motorrad etwa 50 Kilo leichter gemacht. Ich habe wie immer viel zu viel Gepäck dabei. Ja, das rächt sich. Da hatte ich jetzt 10 Minuten gebraucht, um das irgendwie da 300 Meter den Berg hochzuschleppen. Ich bin eigentlich jetzt schon total von Kräften. Ich hoffe, das geht trotzdem irgendwie. Merda! Scheiße! Schon die erste Klippe. Total vergeigt. Scheiße! Was jetzt? Mit Anlauf. Die Kupplung oder irgendwas stinkt. Vielleicht auch der Reifen. Okay. Pause. Erste Klippe geschafft. Sieht ja alles harmlos aus so.
war ja ein Kinderspiel. Ja, ja. Ja, ohne Gepäck, ohne die 50 Kilo. Man stelle sich vor, man fährt so Sozius, solche Offroad-Strecken, was ich jetzt hier runter gemacht habe. So, machen wir das Gepäck wieder ran, die 50 Kilo. In erster Linie Werkzeug. Ei, 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 ei. Wegen des orkanartigen Windes und des aufkommenden schlechten Wetters entschied ich mich dann dazu, die Offroad-Übungen abzubrechen und den schnellsten Weg nach Hause anzutreten. Das war es dann leider für dieses Jahr, aber da werde ich bestimmt nochmal wiederkommen. Die Abruzzen, die haben es mir wirklich angetan. Zauberhaft. Das hat Spaß gemacht. Oh, hey. No sé qué pasa.